Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Handys bis 500 Euro ansehen. Der Xiaomi 13T bietet ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 144 Hz und einer Auflösung von 1220x2712 Pixeln. Angetrieben von einem MediaTek Dimensity 8200 Ultra Prozessor und 8 GB RAM bietet das Gerät eine reibungslose Leistung. Der interne Speicher beträgt 256 GB, was ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos bietet. Die Triple-Kamera auf der Rückseite besteht aus zwei 50MP Sensoren und einer 12MP Ultra-Weitwinkelkamera, die hochwertige Fotos und Videos ermöglicht. Die Frontkamera hat 20MP, ideal für Selfies und Videoanrufe. Ein Nachteil dieses Geräts ist das Fehlen eines MicroSD-Kartenslots zur Speicherweiterung. Zudem ist der 3,5 mm Kopfhöreranschluss nicht vorhanden, was einige Nutzer stören könnte. Die Kunststoffrahmenkonstruktion kann sich weniger hochwertig anfühlen im Vergleich zu anderen Materialien. Außerdem bietet das Gerät keine kabellose Ladefunktion, obwohl die 67 Watt Schnellladefunktion beeindruckend ist. Insgesamt ist dieses Modell ein leistungsstarkes Smartphone mit einem hervorragenden Display und einer vielseitigen Kamera. Die robuste Akkulaufzeit und die schnellen Ladefunktionen machen es zu einer zuverlässigen Wahl für den täglichen Gebrauch. Der Preis und weitere Details sind über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehbar. Das Sony Xperia 10V 5G verfügt über ein kompaktes 6,1 Zoll OLED-Display mit einer Auflösung von 2520x1080 Pixeln. Angetrieben von einem Qualcomm Snapdragon 695 5G Prozessor und 6 GB RAM bietet es solide Leistung für den täglichen Gebrauch. Der interne Speicher von 128 GB ist erweiterbar über MicroSD-XC, was die Flexibilität erhöht. Die Triple-Kamera auf der Rückseite besteht aus einem 48MP Hauptsensor, einem 8MP Teleobjektiv und einem 8MP Ultra-Weitwinkelobjektiv. Die Frontkamera hat 8MP, ideal für Selfies und Videoanrufe. Das Gerät unterstützt 5G und hat eine langlebige 5000 mAh Batterie mit Schnellladefunktion. Ein wesentlicher Nachteil dieses Geräts ist die vergleichsweise niedrige Bildwiederholrate von 60 Hz, die im Vergleich zu anderen modernen Smartphones etwas weniger flüssige Animation und Bewegung bietet. Das Kunststoffgehäuse und der Rahmen wirken möglicherweise weniger hochwertig im Vergleich zu Metall- oder Glasalternativen. Zudem fehlt eine kabellose Ladeoption, obwohl die Schnellladefunktion über USB Power Delivery vorhanden ist. Insgesamt bietet dieses Modell ein ausgewogenes Paket für Nutzer, die Wert auf ein kompaktes Design und solide Kamerafunktion legen. Der 5000 mAh Akku sorgt für eine lange Betriebszeit, ideal für den täglichen Gebrauch. Weitere Informationen zum Preis und den Kaufoptionen finden Sie in der Videobeschreibung auf Amazon. Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G bietet ein beeindruckendes 6,67 Zoll AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2712x1220 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Snapdragon 7S Gen 2 Prozessor sorgt in Kombination mit 12 GB RAM für eine flüssige Performance, ideal für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Der interne Speicher von 512 GB bietet reichlich Platz für Apps, Fotos und Videos. Die Kameraausstattung umfasst einen hochauflösenden 200MP Hauptsensor, eine 8MP Ultra-Weitwinkelkamera und eine 2MP Makrokamera, während die Frontkamera mit 16MP für scharfe Selfies sorgt. Ein Nachteil des Geräts ist das Fehlen eines MicroSD-Kartenslots, was die Speichererweiterung einschränkt. Die Kunststoffrahmenkonstruktion könnte sich im Vergleich zu anderen Materialien weniger hochwertig anfühlen. Außerdem unterstützt das Gerät kein kabelloses Laden, obwohl die 67 Watt Schnellladefunktion eine schnelle Aufladung ermöglicht. Insgesamt ist dieses Modell ein leistungsstarkes Smartphone mit einem exzellenten Display und einer beeindruckenden Kameraausstattung. Die lange Akkulaufzeit und die schnellen Ladefunktionen machen es zu einer hervorragenden Wahl für Nutzer, die ein leistungsstarkes Gerät zu einem vernünftigen Preis suchen. Weitere Informationen zum Preis und den Kaufoptionen finden Sie in der Videobeschreibung auf Amazon. Das Samsung Galaxy A55 5G ist ein leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone, ausgestattet mit einem 6,6 Zoll Super AMOLED Display, das eine Auflösung von 1080x2340 Pixeln bietet und eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt. Es wird von einem Exynos 1480 Prozessor angetrieben, der in Kombination mit 8 GB RAM für eine flüssige Performance sorgt. Der interne Speicher beträgt 256 GB und kann mittels MicroSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden.
Die Kamerakonfiguration umfasst eine 50 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, eine 12 MP Ultra-Weitwinkelkamera und eine 5 MP Makrokamera. Die Frontkamera mit 32 MP liefert hochauflösende Selfies. Ein Nachteil dieses Geräts ist das Fehlen eines 3,5 mm Kopfhöreranschlusses, was einige Nutzer stören könnte. Das Gerät hat auch keine Unterstützung für kabelloses Laden, obwohl es mit 25 Watt Schnellladen ausgestattet ist. Das Kunststoffrahmendesign könnte im Vergleich zu Premium-Geräten weniger hochwertig wirken. Insgesamt bietet dieses Modell ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem starken Display, vielseitigen Kamerafunktionen und langer Akkulaufzeit. Weitere Informationen zum Preis und den Kaufoptionen finden Sie in der Videobeschreibung auf Amazon. Der Realme 12 Pro 5G bietet ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1080x2412 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Angetrieben wird das Gerät von einem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Prozessor, gepaart mit 12 GB RAM, wodurch eine flüssige Leistung und ein nahtloses Multitasking-Erlebnis gewährleistet sind. Der interne Speicher von 256 GB bietet reichlich Platz für Apps, Fotos und Videos. Die Kameraausstattung umfasst eine 50 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, OIS, und eine 32 MP Telekamera mit zweifachem optischem Zoom und eine 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera. Die Frontkamera hat 16 MP und eignet sich hervorragend für Selfies und Videoanrufe. Ein wesentlicher Nachteil dieses Geräts ist das Fehlen eines MicroSD-Kartenslots, was die Speichererweiterung einschränkt. Zudem unterstützt das Gerät kein kabelloses Laden, obwohl es mit 67 Watt SuperVOOC Schnellladung ausgestattet ist, die den 5000 mAh Akku in kürzester Zeit auflädt. Insgesamt bietet dieses Modell eine hervorragende Kombination aus leistungsstarker Hardware, vielseitigen Kamerafunktionen und einer langen Akkulaufzeit, ideal für Nutzer, die ein leistungsstarkes und vielseitiges Smartphone suchen. Weitere Informationen zum Preis und den Kaufoptionen finden Sie in der Videobeschreibung auf Amazon. Das Oppo Reno 10 Pro 5G verfügt über ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2412x1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Angetrieben wird das Gerät von einem Qualcomm Snapdragon 778G Prozessor, der zusammen mit 12 GB RAM für eine starke Leistung sorgt. Der interne Speicher von 256 GB bietet ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos. Die Kameraausstattung umfasst eine 50 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, OIS, eine 32 MP Telekamera mit zweifachem optischem Zoom und eine 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera. Die Frontkamera hat 32 MP und bietet Autofokus für scharfe und klare Selfies. Ein Nachteil dieses Geräts ist das Fehlen eines MicroSD-Kartenslots, was die Speichererweiterung einschränkt. Es bietet zudem keinen 3,5 mm Kopfhöreranschluss, was für einige Nutzer nachteilig sein könnte. Insgesamt bietet dieses Modell eine hervorragende Kombination aus leistungsstarker Hardware, vielseitigen Kamerafunktionen und schnellem Aufladen. Es ist eine gute Wahl für Nutzer, die ein leistungsstarkes und vielseitiges Smartphone suchen. Weitere Informationen zum Preis und den Kaufoptionen finden Sie in der Videobeschreibung auf Amazon. Der Samsung Galaxy S23 FE bietet ein 6,4 Zoll Dynamic AMOLED 2X Display mit einer Auflösung von 1080x2340 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Zusammen mit 8 GB RAM bietet es eine leistungsstarke Performance für Apps und Multitasking. Die Kameraausstattung umfasst eine 50 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, OIS, eine 8 MP Telekamera mit dreifachem optischem Zoom und eine 12 MP Ultra-Weitwinkelkamera. Diese Kombination ermöglicht es, hochwertige Fotos und Videos in verschiedenen Szenarien aufzunehmen. Die Frontkamera mit 10 MP sorgt für klare Selfies und unterstützt Videoaufnahmen in 4K. Ein Nachteil dieses Geräts ist das Fehlen eines 3,5 mm Kopfhöreranschlusses, was für einige Nutzer unbequem sein könnte. Zudem gibt es keine Möglichkeit, den Speicher per MicroSD-Karte zu erweitern. Das Gerät unterstützt jedoch 25 Watt Schnellladen und 15 Watt kabelloses Laden. Insgesamt bietet dieses Modell eine starke Kombination aus Displayqualität, Kamerafunktion und Batterieleistung. Es ist eine hervorragende Wahl für Nutzer, die ein leistungsstarkes Smartphone mit vielen Funktionen suchen. Weitere Informationen zum Preis und den Kaufoptionen finden Sie in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!